Ja, herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause hier bei der DevConf 2021 am 18. März im Big Blue Button. Ich freue mich, dass wir Fabian Schmid erneut begrüßen dürfen, dürfen heute mit einem oder dieses Mal mit einem Thema, das nicht mit dem Elias Resource Storage zu tun hat, sondern mit einer weiteren Entwicklung, die der Fabian in den letzten Jahren betreut hat, nämlich den Global Screen Service. Das ist sozusagen die Verwaltungsschicht, die zu dem neuen Elias Layout dazu gehört, mit der Mainbar und der Metabar und diesen ganzen Geschichten. Und mit der neuen Verwaltungsschicht, die dahinter steht, gibt es auch einige schöne neue Möglichkeiten, was man so mit Elias anstellen kann in Plugins. Und darüber wird der Fabian euch heute berichten. Ich kann sagen, das ist der Hammer. Wir haben das schon teilweise selber ausprobiert. Das ist auf jeden Fall super. Deswegen lohnt sich das, da jetzt genau zuzuhören, dass ihr dann demnächst eure super Custom-Instanz mit den neuen Möglichkeiten gestalten könnt. Dann jetzt viel Freude mit dem Vortrag von Fabian. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Workshop heute Nachmittag, inklusive ein wenig Live-Coding. Wir haben 45 Minuten Zeit. Das heißt, ich muss da auch relativ rasch durchgehen, damit auch Zeit für Fragen ist. Fragen würde ich gerne eigentlich so handhaben, dass ihr euch mal kurz im Chat meldet und dann könnt ihr eure Frage eigentlich auch stellen, sobald ich das sehe. Richard hat es angetönt, er ist leider nicht im Raum, daher kann er mich nicht darauf aufmerksam machen. Sollte ich also mal länger nicht in den Chat schauen, dann sprecht halt einfach dazwischen. Dann bekomme ich es auf jeden Fall mit. Genau. So, und dann teile ich auch mal meinen Bildschirm. Lasst euch nicht verwirren, wenn mein Kamerabild auch nochmals den Bildschirm anzeigt, aber die Qualität ist hier nur teilweise gut. Deshalb auch noch die reguläre Bildschirmübertragung. So, wunderbar. Wir sehen uns heute eben den Global Screen Service an. Und dieser Global Screen Service, den gibt es jetzt schon eine kleine Weile. Der ist nämlich im Kleinen mit Elias 5.4 dazugekommen. Und zwar für das Main-Menü, das man ab Elias 5.4 selber konfigurieren kann, eigene Einträge anlegen kann und die auch verwalten kann. Und mit Elias 6 hat eben der Global Screen Service einige zusätzliche Aufgaben übernommen, wie Richard das schon angeteasert hat. Und da würden wir eigentlich auch damit starten. Heute geht es eben kurz darum, was dieser Global Screen Service tut und was da so die Abläufe sind, weil das ist noch so zentral, wenn man dann eben auch in Plugins damit arbeiten will. Dann, welche Möglichkeiten überhaupt im Moment da sind und wie ich das dann eben direkt in dem Plugin, das ich schreibe als Entwickler, Entwicklerin, wie ich das verwenden kann und diese Dinge, die der Global Screen Service da eben anbietet, entsprechend einsetzen kann. Und dann noch ein Beispiel, da ist hoffentlich auch eben noch genügend Zeit, um das auch noch zusammen mit dem UI-Service zu zeigen, was es da auch noch für zusätzliche Advanced-Möglichkeiten gibt. Und zum Schluss sicher auch noch Fragen, die nicht schon während dem Workshop aufgetaucht sind. Und entsprechend ja, da schon untergebracht wurden, die können wir natürlich zum Schluss dann anschauen. So, der Hinweis auch nochmals von meiner Seite, der Workshop wird aufgezeichnet, inklusive, wenn ihr euch zu Wort meldet, einfach, dass ihr da informiert seid. Also, Refresher, was tut jetzt eben dieser Global Screen Service? Richard hat es eigentlich auch ganz gut beschrieben. Das ist die Verwaltungsschicht für das neue Layout in Elias 6 und größer. Das heißt, dieser Service vermittelt eben eigentlich zwischen beispielsweise GUI-Klassen, die ihr in Kernkomponenten betreut oder eben auch in Plugins, respektive einfach mit dem Code, der ausgeführt wird und der schlussendlichen Darstellung der Seite. Und da kommt natürlich auch der UI-Service mit den UI-Komponenten zum Einsatz. Also das ist wirklich so diese Schicht dazwischen, zwischen UI-Service und euren
ausführenden Code, so kann man das am einfachsten eigentlich zusammenfassen. Um das noch ein bisschen zu präzisieren, wer sich dafür interessiert, kann auch den Input von Richard und mir von der letzten DevConf, glaube ich, zum Thema Lazy Evaluation nachschauen. Der ist auch auf YouTube vorhanden und ich glaube auch auf ilias.de findet man diesen Beitrag. Da wird das Ganze noch ein wenig präzisiert. So, nun, eben, das ist jetzt eine Verwaltungsschicht dazwischen, aber was kann ich mit der denn überhaupt jetzt eigentlich anfangen? Wir kennen ilias 7, ist das jetzt hier, oder ilias 6, sieht ja auch schon fast genauso aus. Dieses neue Layout, das wir da haben, das in viele unterschiedliche Teile aufgesplittet ist. Diese Teile kommen eben auch aus dem UI-Service. Das sind einzelne UI-Komponenten, die eigentlich am Schluss zu einer finalen UI-Komponente Page zusammengestellt werden. Und das Ganze lässt sich eigentlich in mindestens diese Bereiche aktuell unterteilen. Und das sind genau die Bereiche, die eben auch der Global Screen Service ansprechen kann und mit denen er lustige Dinge anstellen kann. Das ist zum einen mal einfach ganz trivial hier oben, die Logo-Section, also welches Logo eigentlich angezeigt wird im Header-Bereich deiner ilias-Installation. Wir haben den Titel und die Breadcrumb darunter. Breadcrumb wird jetzt hier auf dem Dashboard halt nichts angezeigt, aber grundsätzlich ist das auch ein Teil der Page. Und oben rechts die Metabar, wo dann so Funktionalitäten drin sind, die sich um das User-Konto zum Beispiel bewegen, oder die Suche ist da angesiedelt, die Notifications, das ist alles in der Metabar abgelegt. Dann sich auch der größte Wechsel zwischen älteren ilias-Versionen und neueren, die Mainbar, die hier eingeführt wurde, also die Hauptnavigation, die eben als UI-Komponente Mainbar entsprechend umgesetzt ist, mit den bekannten Slates, die sich da öffnen, wenn ich wo draufklicke und so weiter und so fort. Und hier oben, da sieht man jetzt aktuell nichts, aber da ist ja auch noch dieser Teil, der sich um Tools dreht, also solche Inhalte aus der Mainbar, die nur in bestimmten Kontexten auftauchen, um eben Werkzeuge für den aktuellen Kontext anzubieten. Hier unten dann noch haben wir den Footer-Bereich. Das ist auch eine eigene UI-Komponente und auch ein eigener Bereich, der eben vom Global Screen Service grundsätzlich angesprochen werden kann. So, und zu guter Letzt, aber da sprechen wir nicht unbedingt von einer UI-Komponente, ist der ganze Rest, also der Content-Bereich. Die finale Page hat eben da genauso einen Platzhalter sozusagen, in dem dann eben ja der Inhalt der Seite aktuell eingefügt wird. Da drin ist dann eine Mischung aus UI-Komponenten und aber auch viel Legacy-HTML, das da zusammen geschustert wird, um eben dann den Inhalt zu repräsentieren. So, vom Prinzip her läuft der Global Screen Service dann so ab, dass wir für jeden dieser Bereiche oder für die meisten dieser Bereiche sogenannte Providers haben. Die liegen im ganzen ilias Source Code verteilt und die können eben grundsätzlich auch aus Plugins stammen. Und so ein Provider trägt einfach etwas zu diesem Scope bei. Also im Falle vom Main-Menü oder der Mainbar kann eben ein Provider seine eigenen Main-Menü-Einträge mitliefern, die dann am Schluss zu einem kompletten Main-Menü zusammengefügt werden. Also hier geht es sehr stark natürlich um Modularisierung beim Global Screen Service, dass eben die einzelnen Komponenten im Kern, aber auch Plugins, alle mit den gleichen Rechten sozusagen etwas zur finalen Seite beitragen dürfen. Und dieser Service in der Mitte vermittelt dazwischen und bereitet das Ganze auf, um eben auch am Schluss eine Page daraus generieren zu können. All diese Providers werden von entsprechenden Collectors angesprochen, um eben ihre Items, ihre Inhalte für den jeweiligen Scope abzuholen. Das Ganze wird aufbereitet und am Schluss in eine Page, in eine finale UI-Komponente Page übersetzt. Das ist sozusagen die Kurzform, wie das abläuft. Genau.
Die etwas längere Form hängt sich dann da hinten dran, wenn nämlich die finale Page aufgebaut wird oder zusammengesetzt wird aus diesen ganzen Items, die aus den Scopes kommen. Dann wird das Rad nochmals zurückgedreht und weitere Providers können sogenannte Modifications mitliefern. Das heißt, eigentlich wäre der Global Screen so weit zu sagen, dass er fertig ist, dass er das Main-Menü zum Beispiel zusammengestellt hat. Bevor er das jetzt aber in die finale Page reinsteckt, können noch Providers, die auch wieder aus allen Komponenten stammen können, können diese UI-Komponente, ist es zu diesem Zustand bereits, diese UI-Komponente Main-Bar noch einmal modifizieren oder sogar komplett austauschen, wenn sie das möchten. Um dann sozusagen, wenn all diese Modifications abgelaufen sind, dann die finale Page zu machen. Jetzt bin ich schon zu weit gesprungen. Zusammenfassend, das ist die Kurzform. Die Providers liefern Items, die werden von den Collectors aufbereitet und eine finale Page gemacht. Dann ist es eben nicht ganz so einfach, sondern bevor diese finale Page gemacht wird, werden Modifications durchlaufen, um die UI-Komponenten eigentlich nochmals zu verändern, um dann die finale Page zu machen. Jetzt wäre es schön, es wäre nur so komplex. Es wird nochmals ein Stück komplexer. Das ist dann eigentlich die komplette Variante. Hier sind wir eben wieder, die Collectors, die gehen zu den Providers und holen alle Items zusammen. Dann wird eben, um jetzt diese Seite zusammenzustellen, werden diese Items übersetzt vom sogenannten Standard Page Part Provider, werden diese Items übersetzt in UI-Komponenten, die eben jetzt in die Seite eingefügt werden könnten. Dann werden, wie vorhin gesagt, diese UI-Komponenten durch die Modifications durchgeschleust, die aus Plugins, Core-Komponenten stammen können, um eben nochmals verändert zu werden, um dann, wenn alle UI-Komponenten eigentlich fertig sind, in diesem Standard-Page-Builder landen. Also da drin landen dann eigentlich die finalen UI-Komponenten, die dann eigentlich die Aufgabe hat, also der Standard-Page-Builder hat dann die Aufgabe, diese jetzt zusammenzufügen zu einer kompletten Page. So. Und so weit, so gut, wäre es schon fast fertig. Aber wenn jetzt eben dieser Page-Builder angeworfen wird, dann durchläuft der eigentlich auch nochmals eine Form von Modifications. Also das heißt, auch zu diesem Zeitpunkt, wo eigentlich die finale Page vorliegt, könnte grundsätzlich ein Plugin oder auch eine Kernkomponente noch einen Einfluss auf die finale Page ausüben, um beispielsweise die Page nochmals komplett zu ersetzen. Aber da sind wir dann wirklich in Bereichen, in Randbereichen, die werden zumindest im Core so vermutlich nie zum Einsatz kommen. Aber es gibt natürlich eben gerade für Plugins manchmal den Fall, dass man genau so etwas noch tun möchte. Und da sehen wir nachher auch ein Beispiel davon. Und hinten raus kommt dann eben eine Page und diese Page kann dann, also diese UI-Komponente Page kann dann gerendert werden in HTML, wird ausgegeben und das ist das, was wir am Schluss in Ilias sehen. So, das ist relativ komplex. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann lege ich einfach gleich weiter und schauen wir uns ganz kurz an, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist für Plugins gegenüber dem Core, was jetzt eben die Nutzung des Global Screen Services angeht. Und da kann man eigentlich sagen, dass es keinen Unterschied gibt. Also die Plugins und die Core-Komponenten sind gleichberechtigt in der Nutzung des Global Screen Services. Das ist ein großer Vorteil natürlich für Plugins, dass sie sich da nicht in irgendeiner Weise unterordnen müssen und erlauben eben es relativ viele Dinge zu tun mit Ilias. Das Einzige, was ist, man muss das ein
klein wenig anders implementieren. Das ist aber, sind triviale Unterschiede und das sind sicher auch Unterschiede, die in Zukunft irgendwann noch komplett wegfallen könnten. So, die Plugins wie auch die Kernkomponenten können eben alle Bereiche, die wir vorhin auf der Seite gesehen haben, grundsätzlich ansprechen, also da eben auch Gleichberechtigung und können da eben entsprechend zu diesen Bereichen etwas beitragen oder eben auch mit solchen Modifications etwas an diesen Bereichen verändern. Der Max schreibt das richtig im Chat, Green Card, ja, ist es natürlich. Was man damit anstellt, insbesondere halt bei Plugins, da muss man als Plugin-Entwickler natürlich ein Auge drauf werfen. Und auch mit Ausblick vielleicht auf die Nutzung von mehreren Plugins, muss man sich auch bewusst sein, dass natürlich sich Plugins gegenseitig auch ausspielen können. Also da muss man dann, je nachdem, wenn man wirklich mit krassen Modifications arbeitet, muss man sich auch überlegen, wie arbeiten die verschiedenen Plugins, die man einsetzt, vielleicht sogar nebeneinander, damit am Schluss das rauskommt, was man haben möchte. So, ein wichtiger Punkt für die Plugins ist, dass alle Plugin-Slots in der Lage sind, dies zu nutzen. Also nicht nur die UI-Hook-Plugins von früher, also die gibt es immer noch, sondern das können alle Plugin-Slots. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil wir hatten gerade bei uns im Unternehmen oft den Fall, dass wir eigentlich für einen Use-Case manchmal zwei Plugins machen mussten. Weil wir den UI-Hook für etwas brauchten und auf der anderen Seite aber zum Beispiel ein Cron-Hook-Plugin machen wollten. Und das wird bedeutend einfacher eigentlich dadurch, dass man eben viele Dinge, die man mit UI-Hook-Plugins machen konnte, neu halt eben eigentlich auch in allen Plugins kann, weil man über den Global Screen Service die Bereiche entsprechend ansprechen kann, die man meistens modifizieren will mit solchen Plugins. So, alles, was ich jetzt auch im Live-Coding zeige, ist als sogenanntes Boilerplate verfügbar. Der Link, den würde ich dann auch noch irgendwo veröffentlichen oder wenn man die Präsentation noch hochladen kann, würde man es da auch sehen. Also das ist eigentlich so ein kleines Demo-Plugin, um einfach alle möglichen Bereiche des Global Screen Service einmal anzusprechen. Das Plugin macht unterm Strich nichts Sinnvolles, also nichts, was man irgendwie einsetzen kann. Deshalb liegt das auch nicht auf GitHub, weil das Plugin macht für sich so keinen Sinn. Das hat keine Aufgabe, sondern die einzige Aufgabe, die es hat, ist halt zu zeigen, was überhaupt möglich ist. Also wirklich, wenn sich dann jemand interessiert, den Global Screen in eigenen Plugins einzusetzen, kann man hier ein bisschen nachschauen, wie man das denn eben auch machen könnte. Genau, und jetzt switchen wir hier eigentlich ins Live-Coding. Dazu muss ich ganz kurz den Bildschirm wechseln. So. Ich hoffe, das kann man schon sehen. Vielen Dank, Patrick. Er hat den Link bereits in den Chat geschrieben. Perfekt. Gut. Also, was haben wir nun hier vorliegen? Wir haben eben dieses Plugin, das eben auch unter dem Link verfügbar ist, mit sozusagen alles soweit eingerichtet, dass man das Plugin schon mal aktivieren kann. Per se macht das Plugin aber noch nichts. Das ist einfach vorbereitet, dass eben alle Scopes angesprochen werden können im Global Screen Service. Sie sprechen ihn an, aber liefern noch nichts. Also wenn wir uns das Ganze jetzt mal in Elias anschauen, in der Administration bei den Plugins, das Plugin ist bereits aktiv. Wir sehen jetzt hier auch, ich habe absichtlich ein Cronhook-Plugin genommen, um eben auch zu zeigen, dass auch Cronhooks jetzt mit dem UI etwas anstellen können. So, genau, das Plugin ist aktiv, aber wie wir sehen, es ändert sich genau gar nichts an Elias. Ich gehe da mal aufs Dashboard und auch hier
Da hängt die Installation ein bisschen. Da raucht mir nicht gleich der Laptop ab. Genau, also auch hier sehen wir auch, dass da nichts irgendwie verändert ist. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal im Code an, was wir denn tun müssen, damit sich etwas ändert. Cronhook-Plugins sind per se ja eigentlich relativ schlank. Die haben mal gezwungenermaßen eigentlich nur eine Klasse, die man implementieren muss. Das ist jetzt hier diese ILSRGS-Demo-Plugin-Klasse, die von den Cronhook-Plugins extended. Da gibt es dann zwei, drei Dinge, die wir implementieren müssen, wie Cronshop-Instances, die man zurückgeben soll, oder eine einzelne Instance, mehrere Instances, wenn man hat, und den Plugin-Name. Das sind mal die Methoden, die wir implementieren müssen. Wir sehen jetzt hier, ich gebe nicht einmal Cronjob-Instances zurück, also das Plugin macht wirklich gar nichts. Ansonsten würde man natürlich hier jetzt mit Implementieren beginnen, dass man eben da Cronjobs ausführen kann. So, dann die Get-Instance hier, die können wir mal ignorieren. Die wird eigentlich auch nicht benötigt. Die ganze Magie ist jetzt eigentlich versteckt hier bei uns im Konstruktor. Und zwar hat eben jedes Plugin grundsätzlich in sich eine solche sogenannte Provider Collection. Diese Provider Collection wird jedem Plugin, das aktiviert ist, mitgegeben. Per se ist aber diese Provider Collection eigentlich leer, also da sind keine Providers drin. Entsprechend machen die Plugins mal noch nichts und erst wenn man einen eigenen Provider eben auch implementiert, dann geschieht irgendetwas mit diesem Bereich. Und hier sehen wir jetzt, dass ich mal für alle Bereiche, die derzeit ansprechbar sind über den Global Screen Service, einen Provider geschrieben habe und den entsprechend über die entsprechenden Methoden der Provider Collection hinzufüge. Das heißt eben, dass eigentlich der Global Screen Service meine Providers somit bereits kennt, auch anfragen geht, ob sie was beizutragen haben. Aber wie gesagt, diese Providers tragen im Moment nichts dazu bei und deshalb ja, werden die mehr oder weniger ignoriert. Genau. Jetzt beginnen wir mal mit einem ersten Provider, einfach um zu zeigen, wie das Prinzip funktioniert. Jeder dieser Provider hat auch ein eigenes Interface eigentlich, das sie implementieren müssen. Ich nehme da mal das Interface. Das wäre der Static Main Menu Provider im Endeffekt. Der dafür relevant ist. Also jeder Scope hat eben ein eigenes Interface eigentlich für Providers. Was aber von Plugins derzeit verlangt wird, ist, dass sie von dieser Abstract Static Main Menu Plugin Provider Klasse extenden, weil die übernimmt eigentlich schon einiges für die Plugins, gerade was so um Identifizierbarkeit von den Items geht im Hintergrund. Dass eben, wenn ein Plugin auch deaktiviert wird, dass dessen Main-Menu-Items verschwinden und solche Dinge sind da drin eigentlich schon verpackt. Deshalb wird von Plugins aktuell eigentlich verlangt, dass jeweils von so einer abstrakten Plugin-Provider-Klasse pro Scope extenden. Und alles, was man dann eben noch implementieren muss, sind die Methoden, die dann pro Scope die entsprechenden Items liefern, die eben am Schluss zu der Gesamtzeit hinzugefügt werden sollen. Und ich zeige euch das jetzt mal kurz anhand eines Beispiels im Main-Menü. Wir haben dann in jeder dieser Plugin-Provider-Klasse eine Factory für neue Items, die ich beziehen kann. Im Falle vom Main-Menü gibt es da zum Beispiel das Top-Link-Item oder das Top-Parent-Item. Was sind Top-Parent-Items? Was sind Top-Link-Items? Das Dashboard ist ein Top-Link-Item. Wenn ich da draufklicke, ist das ein Link, der wird direkt ausgeführt. Top-Parent-Items hingegen sind solche Items, die dann in sich Sub-Items enthalten. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Also ich nehme hier jetzt einmal ein Top-Parent-Item, weil ich will da so mein eigenes
einen eigenen Bereich machen. So. Und alle Items im Global Screen Service, die identifizierbar sein müssen, verlangen von mir eine Identification. Und auch das ist eben in diesen Plugin-Provider-Klassen bereits vorbereitet. Da gibt es nämlich die Identification Provider 3. Und hier kann ich jetzt einfach mein Item benennen. Ich nenne das mal GS Demo. So, also das generiert mir meine eindeutige ID. Da ist eben dann auch mit berücksichtigt, dass ich von einem Plugin komme. Und damit ist dem Global Screen klar, wen genau er ankicken muss, wenn es um dieses Item geht. So, unser Item braucht natürlich noch einen Titel. Title Word. Und dann schauen wir uns an, ob das jetzt schon irgendetwas bewirkt. Einmal die Seite neu laden. Und wir werden keinen Unterschied sehen. Das ist jetzt nicht, weil das Item nicht geliefert wird, sondern weil eben der Global Screen Service die Verwaltung aller Items übernimmt. Und der Global Screen Service im Falle vom Main Menü hält gewisse Regeln ein, die er auferlegt bekommen hat. Ich sage mal vom Sure Fix sozusagen, also durch den Entscheid, wie sich das Main Menü verhalten soll, weiß der Global Screen, wenn ich ein Top Parent Item habe, also einen Container, der in sich keine Items drin hat, dann brauche ich den nicht anzeigen. Deshalb haben wir hier kein Item, das entsprechend angezeigt wird. So, um das ein bisschen zu beschleunigen, mal kurz schauen, genau, ich habe jetzt mal vom Plugin, das hat einen zweiten Branch Boilerplate, da ist alles schon ein bisschen implementiert. Habe ich das jetzt mal komplettiert, was wir da haben. Wir haben weiterhin unser Top-Parent-Item. Hier haben wir noch die Möglichkeit zu beeinflussen, wann das angezeigt werden soll oder nicht. Das ist im Moment einfach ein Dummy, der einfach immer True zurückgibt. Also hier würde man zum Beispiel sagen, wenn Benutzer eingeloggt, dann return True, sonst false. Wäre dann sowas, was man hier drin entsprechend implementiert, als Beispiel. So, wir haben aber hier eben auch die Möglichkeit, Sub-Items zu liefern. Und das tue ich jetzt hier auch. Ich liefere nämlich ein Link-Item. Das kriegt auch wieder eine ID. Das hat auch einen Titel. Das hat eine Action. Das wäre dann eigentlich der Link. Mal was rein, was es auch gibt. Und wir können hier sagen, wer ist denn eigentlich der Parent von diesem Item? Und da nehmen wir ganz einfach die gleiche Identification wie für das Top-Item. Das Top-Item hat diese ID und wir sagen dem Sub-Item, du gehörst zu dem Ding da. Und wenn wir jetzt die Seite neu laden, haben wir auch entsprechend einen neuen Menüeintrag. Inklusive dem Sub-Item und der geht nach Google. Also der Link, die Action, die ich eingetragen habe, kommt da entsprechend mit. So, das ist eigentlich schon alles, was ein Plugin im Prinzip tun muss, um eigene Menüeinträge zu liefern. Diese Menüeinträge, die landen natürlich wie alle anderen Menüeinträge auch in der Verwaltung des Main-Menüs. In genau gleichberechtigter Art und Weise. Das heißt, ich kann meinen Top-Eintrag, kann ich zum Beispiel auch hier drüber deaktivieren, wenn ich den nun halt trotzdem nicht haben will. Und ich kann aber auch meinen Sub-Eintrag hier, kann ich zum Beispiel nach Communication verschieben. Genau, also die sind wirklich gleichbedeutend, die dürfen genau
alles tun, was eben auch Core-Einträge machen können oder auch selber angelegte, über die Administration angelegte Items. Alle verhalten sich hier genau gleich. Vom Prinzip her auch Items, die ich hier drüber anlege. Also das ist jetzt Core-Entwicklung. Im Hintergrund ist das nichts anderes als ein Provider. Also es gibt einen Custom Main Menu Entry Provider. Und der übersetzt eigentlich das, was ich hier als Custom Items anlege, in solche Global Screen Items und liefert die, wie alle anderen auch, direkt den Collector, so wie zum Beispiel der Tagging Service oder der Dashboard Service seine Items liefert, liefert halt das Main Menu, die Main Menu Administration selber angelegte Items. So. Zurück zu unserer Plugin-Klasse. Weil wir sehen jetzt hier eben, es gibt noch weitere Providers, die wir implementieren können. So zum Beispiel der Metabar-Provider oder eben der Tool-Provider. Und die zwei nehme ich jetzt mal direkt vom Template. Main, Metabar. Und Tool. Weil die erkennen wir dann eigentlich ganz rasch wieder. Wir extenden jetzt von einer anderen Plugin-Provider-Klasse, damit wir da das richtige Interface haben. Wir liefern hier Metabar-Items zurück. Hier gibt es dann wieder ähnliche Items. Da habe ich jetzt zum Beispiel ein Top-Link-Item mit einem Titel, mit einer Action. Ich brauche auch hier wieder meine Identification, um dieses Item eindeutig zu identifizieren. Und das ist eigentlich auch schon alles. Und damit sehen wir nachher gleich, tauchen wir in der Metabar auf. Und in gleicher Weise auch bei den Tools. Hier kommt jetzt noch ein bisschen mehr dazu, weil die Tools sind ja eben kontextabhängig. Das heißt, dass die nicht immer angezeigt werden sollen, so wie die Main-Menü-Einträge, sondern die weil die sollen ja nur in gewissen Kontexten eigentlich angezeigt werden. Und damit arbeitet der Global Screen Service mit einer sogenannten Context Collection, wo ich sagen kann, für welche Kontexte ich mich mal grundsätzlich interessiere. Und da gibt es einfach ein paar vorgegeben. Ich kann nämlich sagen, wenn sich ein User auf dem Desktop, also Dashboard, bewegt, In diesem Fall kommt schon mal in Frage, dass dieses Tool angezeigt werden soll oder nicht. Ich sehe jetzt da gerade eine Frage, in welchem Ordner werden die Custom Provider abgelegt? Du meinst jetzt im Plugin, also wo man die hinlegen soll. Nehme ich mal an, ja. Okay, das ist mehr oder weniger dir überlassen. Ich habe jetzt die ins Sources-Verzeichnis gepackt und arbeite hier mit PSR 4 und entsprechenden Namespaces. Du kannst die aber auch hier drin anlegen im Classes-Verzeichnis. Also die müssen halt einfach irgendwo liegen, wo sie vom Plugin auch included werden, damit die bekannt sind. Das ist eigentlich alles. In meinem Fall habe ich es jetzt ins Sources-Verzeichnis gepackt. Genau. Gut, also zurück zu den Kontexten, weil jetzt ist das so, dass eben, wenn ich mich auf dem Dashboard bewege, dann weiß der Global Screen Service das bereits und geht dann nur noch Provider-Anfragen von Tools, die sich für diesen Kontext interessieren. Und hier kann man sich grundsätzlich auch für mehrere anmelden. Man kann nämlich auch sagen, wenn man im Repository drin ist, auch noch und in der Administration auch noch. So. Das ist aber natürlich teilweise auch zu wenig. Das heißt, man schränkt sich dann eigentlich in der Regel hier drin noch weiter ein. Da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Es gibt bei den Kontexten die Möglichkeit, diese Kontexte noch ein bisschen zu verfeinern. Das könnte ich dann in meiner GUI-Klasse tun, um da zu entscheiden, ob ich jetzt eben genau mein Tool anzeigen soll oder nicht.
Das würde aber aktuell den Rahmen sprengen dieses Workshops. Hier geben wir auch einfach wieder aus der Factory ein Tool zurück mit Identification, mit Title, mit all dem Zeugs, was hier eben auch möglich ist. Und dem Tool kann ich mehr oder weniger HTML übergeben. Da habe ich jetzt einfach mal ein iframe rausgezogen. Ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, aber zum Zeigen, was es tut, ist es das Einfachste, weil wenn meine lahme Kiste hier die Seite gleich geladen hat, so sehen wir jetzt diese zwei Dinge. Wir haben einerseits hier ein neues Item drin und wir haben auch, also das ist das Link-Item, da landen wir, glaube ich, genau auf unserer Website. Dann nochmal kurz zurück, in Anführungs- und Schlusszeichen kurz zurück, dauert jetzt wieder. So, und wir haben jetzt ein Tool, weil ich eben gesagt habe, dass ich im Kontext Dashboard angezeigt werden will. Und Tools, wer die schon ein bisschen genutzt hat, da kann es ja auch mehrere nebeneinander geben, wenn der aktuelle Kontext sozusagen mehrere Tools hat. Und wie gesagt, hier kann ich mehr oder weniger einfach HTML reinkippen. Und damit seht ihr eigentlich, da ist fast alles möglich. Das ist auch mit Main-Menü-Einträgen teilweise möglich, dass man HTML reinpacken kann aus Plugins. Im Kern eher nicht. Da sollte man mit UI-Komponenten arbeiten. Aber grundsätzlich hat man hier die Möglichkeit, direkt HTML reinzukippen. So, das sind mal so die einfachsten Provider, sage ich jetzt mal. Und vielleicht noch einer, der Notification Provider, der ist eigentlich in ähnlicher Art und Weise. Wenn wir uns auch noch kurz anschauen. Genau, da geben wir dann halt eben aus der Factory zum Beispiel eine Gruppe von Notifications zurück. Ich packe da Notifications rein und ich gebe hier auch noch solche Callables mit, was ausgeführt wird automatisch, wenn ein Item im Notification Center geschlossen wird zum Beispiel, dann kriege ich das mit und kriege mit, welches das geschlossen wurde. Und entsprechend kann ich meinen Eintrag zum Beispiel aus der Datenbank löschen oder was auch immer. Und damit wir das der Vollständigkeit halber auch noch gesehen haben, einmal Seite neu laden. So, die kennt ihr auch bereits von einem Feature aus Ilias 7. Das sind die Administrative Notifications. Das verhält sich genau gleich wie das Main-Menü. Also ich kann in der Administration Notifications anlegen. Im Hintergrund ist auch die Administration da einfach ein Provider, der das dem Global Screen Service mitteilt. Das heißt, auch Plugins können hier selber solche System Notification oder Nachrichten eben einblenden für das gesamte System. Und hier die andere Form von Notifications im Notification Center, wo ich jetzt eben hier meine eigenen Einträge auch aus dem Plugin reinpacken kann. So, soweit, so gut mal zu diesen Providern. Jetzt geht es ja eben noch weiter in diesem Bereich dieser Modifications. Und dazu habe ich jetzt hier auch einen sogenannten Layout Provider implementiert. Der ist wie die Tools kontextabhängig. Also hier kann ich mal auf die Context Collection gehen und sagen, ich bin mal grundsätzlich interessiert, was zu tun. Deshalb gehe ich hier auf den Main Context. Und jetzt habe ich hier diverse Möglichkeiten. Also ich kann eben, nachdem der UI Service eigentlich das Logo bereits herausgefunden hat, welches Logo das da rein muss, nämlich das, was der Kern liefert, wird dieses Logo nochmals bei uns vorbeigeschleust, wenn wir das wollen. Und wir können hier zum Beispiel, ein eigenes Logo einsetzen. Also ich kriege hier aus der Factory eine Logo-Modification. Ich kann sagen, die hat hohe Priorität. Das heißt, wenn mehrere Plugins mit der gleichen Priorität daherkommen, dann sagt der Global Screen Service, sorry,
geht nicht. Also da muss man sich dann eben irgendwann entscheiden, welches Plugin die höhere Priorität hat, respektive das werden wir im Global Screen Service irgendwann auch konfigurativ anbieten wollen, dass man konkurrenzierende Modifications über die Administration eigentlich festlegen kann, in welcher Reihenfolge die durchlaufen werden sollen. Und dann am Schluss eben im Endeffekt muss ich hier eine wiederum ein Callable geben, das ein Image empfängt, nämlich das Standard-Image, das halt der vorhergehende Provider sozusagen geliefert hat. Und ich tausche das hier aus gegen mein eigenes Logo. Und so läuft das für alle anderen Bereiche auch. Ich kann das mit dem Content-Bereich machen, mit dem Footer. Und zum letzten Punkt kommen wir dann noch. Wir können es auch mit dem Titel der Installation machen. Genau, soweit mal bis hier. Und wenn wir jetzt hier die Seite neu laden. Das so lange dauert, kann ich immer mal einen Schluck Wasser trinken. So, that's it. Das sind jetzt natürlich ziemlich harte Modifications, wie zum Beispiel der Content-Bereich wird modifiziert und wird einfach ausgetauscht durch einen Content, der so heißt, My Content. Ich könnte natürlich, da ich den vorhergehenden Content ja auch erhalte, könnte ich da etwas davor packen oder dahinter packen oder mit dem bestehenden Content etwas anstellen. Zum Zeigen, was passiert, habe ich den jetzt mal einfach komplett ersetzt, aber das ließe sich natürlich kombinieren. Genau, das Logo tauschen wir aus, den Footer tausche ich auch aus, da habe ich jetzt nämlich reingeschrieben, Powered by Global Screen. Natürlich könnte man den einfach auch den bestehenden Footer zum Beispiel mit zusätzlichen Informationen ergänzen aus dem Plugin. Genau. Und genau, Titelmodifikationen, das haben wir hier jetzt ausgetauscht zu MyTitle. Soweit mal zu diesen normalen Modifications und jetzt eben wie auch schon angetönt. Kommen wir ganz zum Schluss ja noch bei dieser Page-Builder-Geschichte vorbei, wo ich jetzt eigentlich Einfluss nehmen kann, wie die finale Page überhaupt zusammengestellt werden soll. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich habe bei mir keine Mainbar, dann muss ich der Page auch keine Mainbar geben und entferne damit eigentlich alles, was vorher halt versucht wurde aufzubauen, so muss man es sagen, es wird nicht alles ausgeführt, verwerfe ich und sage, weil das Plugin das jetzt entschieden hat, habe ich keine Mainbar mehr. Und so lässt sich auf die Gesamtpage noch einmal Einfluss nehmen. Jetzt kann man sich fragen, was denn Sinn und Zweck davon sein könnte. Das wird vor allem dann spannend und damit komme ich eigentlich auch zum letzten Punkt, den ich auch angeteasert habe, dass man eben ja die Möglichkeit hat, auch UI-Komponenten auszutauschen. Hier habe ich jetzt noch einen Branch gemacht, der eine eigene UI-Komponente mitliefert. Die da heißt Login Page. Ups. So, das hier mal kurz neu geladen. Genau, also wir sind immer noch in diesem Page Builder Decorator. Der ist jetzt aber ein bisschen kleiner geworden. Und hier habe ich jetzt eine eigene UI-Komponente geschrieben, die da heißt Login Page. Die macht aktuell nicht viel Schönes oder Hübsches, aber ich kann euch das ganz kurz zeigen, wenn ich nämlich mich jetzt auslogge. Schade, dass selbst Ausloggen lange dauert. Und auf die Login-Seite gehe, dann habe ich hier die komplette Login-Seite durch etwas komplett Eigenes ersetzt. Also ich hätte die Möglichkeit, wenn wir uns diese Login-Page ansehen, respektive den Renderer dazu,
Ich habe hier auch ein eigenes Template-File dafür. Ich packe den Content, den ich von Ilias erhalte, packe ich in eine Variable Content. Ich könnte diese Seite jetzt komplett gestalten, ist jetzt da halt nicht der Fall. Also da fehlt CSS und alles. Aber man hat halt wirklich die Möglichkeit, jetzt hier etwas komplett anderes zu tun. Und dadurch, dass das kontextsensitiv ist, also eben dieser Provider jetzt nur im Falle von der Login-Seite das macht, kann man ausschließlich die Login-Seite austauschen gegen etwas komplett anderes, als Ilias dann eben aussieht. So, das war im Eilzugstempo, was man mit dem Global Screen Service alles anstellen kann. Man kann wirklich relativ viel. Man wird in Zukunft noch mehr können. Also der wird natürlich zusätzlich ausgebaut, sobald immer neue Bereiche eben auch durch die Page Layout Revision angegangen werden, kann man entsprechend eben auch ja, anpassen, was der Global Screen da beeinflussen kann. Also da wird in Zukunft sehr, sehr viel möglich sein. Jetzt gibt es Fragen von euch. Es scheint, entweder sind alle erschlagen oder es gibt keine Fragen. Fred, läuft jede finale Ausgabe über den Global Screen? Wie meinst du jede finale Ausgabe? Also zum Beispiel, nee, das musst du, glaube ich, kurz erläutern. Ja, also ich denke da im Kontext von LaTeX dran, weil wir diesen Text-Service ja haben, der immer das Problem hat, dass ich immer nur einzelne Inhalte, die davon unterstützt werden, dann durch eine serverseitige Rendering bringen kann. Und der Grund dafür war immer in Ilias, dass es halt an vielen Stellen irgendwie Template-Ausgaben gibt oder Echo-Ausgaben und man im Grunde sich da nicht mehr reinhängen kann. Und wenn ich jetzt aber weiß, okay, der Global Screen Service macht das alles und ich habe da einen Hook, wo ich sozusagen mich einklinken kann, dann könnte ich ja eigentlich die finale Seite, den kompletten HTML-Code, der da geparst wird, der da ausgeliefert wird, nochmal parsen und dann eben die Tech-Ersetzungen darin machen. Theoretisch ja. Ja, ich glaube ja. Also du hättest sogar den Vorteil, dass du brauchst dann nicht die ganze Seite, sondern du interessierst dich ja dann wirklich eigentlich nur für den Inhalt, also nur den Content. Und der kommt meines Erachtens eigentlich immer bei dir vorbei, ja. Das tönt schlüssig. Müssen wir uns vielleicht im Detail mal zusammen anschauen, aber ich glaube ja. Gut, dann die Frage, werden UI-Hook-Plugins entfernt, da überflüssig? Jein und liegt auch nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Das wäre ja dann, Martin ist Plugin-Slot-Maintainer. Ich denke, das müsste dann er entscheiden. Beim UI-Hook ist es schwierig überhaupt die Maintainerschaft wahrscheinlich rauszufinden. Aktuell ist er nicht komplett überflüssig. Überall da, wo halt mit noch Template-Files gearbeitet wird, insbesondere im Content-Bereich, komme ich natürlich mit dem UI-Hook noch dran. Auch die Tabs zum Beispiel, weil die noch nicht im UI-Service und Global Screen-Service sind. Deshalb ja, vielleicht irgendwann, aber im Moment ist es eine Koexistenz. Gut, dann der Raphael. Gibt es eine Möglichkeit, von einem Plugin aus den Inhalt der Seite zu erweitern, anstelle von zu ersetzen? Ja, absolut. Also im Beispiel, das ich geschrieben habe, habe ich einfach hart den Content ersetzt, aber ich bekomme in meiner Modification den vorhergehenden Content mit. Und deshalb kann ich sozusagen mit
den rendern und etwas anfügen oder etwas davor stellen oder etwas mit diesem Content anstellen und den dann wieder zurückgeben. Das ist daher möglich, ja. Dann der Stefan. Habe ich das richtig verstanden, dass die, dass auch der Page Modification Provider war, glaube ich, da habe ich den Namen nicht mehr im Kopf. Der greift auf gar nicht zum Schluss. Also das heißt, wenn wir jetzt etwas machen wie diese Login-Seite, dann wird zuerst der ganze Kladderadatsch aufgebaut, weggeworfen und neu gebaut. Jein, es wird relativ wenig aufgebaut, weil fast alle Items. Das, was irgendwie teuer ist, Berechnung von was soll angezeigt werden, was nicht, Rechte abfragen und so, das wird in diesem Fall dann gar nicht mehr gemacht. Aber ja, man baut schon ein bisschen was natürlich zusammen, um es am Schluss zu verwerfen. Deshalb wird dieser Mechanismus im Kern, das sehe ich auch nicht unbedingt einen Anwendungsfall, respektive wenn man diesen Fall von der Login-Seite machen möchte, ließe sich das im Kern vermutlich einfacher lösen. Aber über diese Möglichkeiten, die im Moment da sind und wenn man das als Plugin machen will, dann nimmt man das halt in Kauf, dass davor schon einiges abgelaufen ist, dass man halt dann wieder verwirft. Genau. Ist es besser, JavaScript oder jQuery in Plugins zu benutzen? Ist auch ein bisschen die Frage, was man halt lieber nutzt, aber man kann auch sagen, dass alles, was mit jQuery möglich ist, mit Plain JavaScript auch möglich ist und nicht unbedingt schwieriger. Also Tendenz, vielleicht da besser auf JavaScript zu setzen, um sich eine Abhängigkeit einzusparen. So, ich muss euch auch langsam mal stoppen. Achtung, ich habe noch gemeldet, ich glaube, zwei Anpassungen noch. Also bezüglich JavaScript kann ich nur doppelt unterstreichen, was Fabian gerade gesagt hat, bezüglich Plain JavaScript. Und zweite Meldung noch, bezüglich UI-Hooks. Wenn irgendwie möglich, verwendet sie nicht mehr. Diverse Methoden sind schon deprecated, die werden wir nicht von heute auf morgen gleich rauskicken. Aber wenn es irgendwie möglich ist, das abzulösen, gerade ein Beispiel, das jetzt Fabian gezeigt hat, würde ich sehr stark empfehlen, das mal ins Auge zu fassen, weil diverse wichtige Funktionen wie Modify HTML, Modify GUI, Get HTML, das sind alle schon markiert als deprecated in UI-Hooks. Vielen Dank für diese Ergänzung. Genau, und dann sind wir auch ein bisschen ja drüber, aber ich hoffe, ich konnte euch da einen Einblick geben, was denn alles möglich ist, was man damit alles verbrechen kann, auch als Plugin. Es ist also wirklich relativ viel möglich. Wirklich mal ein bisschen ausprobieren. Schaut euch dieses Boilerplate-Ding an. Da gibt es drei Branches drin. Der Master Branch, der macht eben nichts, hat aber schon alle Providers drin, die einfach nichts tun. Der Boilerplate ist so die volle Ausbaustufe. Halt jeder Provider tut irgendwas, auch wenn nicht viel Sinnvolles, aber man sieht, dass er etwas tut. Und zu guter Letzt gibt es noch die Login Page, dieses Beispiel, wo man halt wirklich dann hart eingreift und die Login-Seite durch eine eigene UI-Komponente ersetzt. Gut, vielen herzlichen Dank und dann wünsche ich viel Vergnügen bei den fortfolgenden Vorträgen. Eine ganz kleine Sache noch, Fabian. Ja. Es ist mir aufgefallen, deine Idee, das hat jetzt nichts direkt mit deinem Vortrag zu tun, aber können wir uns mal austauschen über Plugins von PHP Storm, weil gerade dieses Plugin, was du drin hattest mit der Anzeige von den Commit-Messages direkt an der Line, fand ich da, gerade sehr interessant. Ja, da hatte mich Timon gestern auch schon angehauen oder vor zwei Tagen. Vielleicht machen wir da einfach mal im Dev-Forum oder sowas so einen kleinen Thread auf, dass wir das irgendwie mal austauschen. Das sehr gute Idee, spannend. Sehr gute Idee. Mach doch den Thread mal auf und dann packe ich da mal die Liste von Plugins rein, die ich nutze. Alles klar, danke. Sehr gut. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Fabian. Danke euch. Und ich mache jetzt mal die Aufzeichnung aus. Schönen Nachmittag noch. Ja, ebenso. Tschüss zusammen.